Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Fast and Idle RPG. Weiter geht's. Ja, ich bin mittlerweile 385. Ja, ich werde ein bisschen was gemacht. Ich bin zwar kurz vor 3000, also 3000 habe ich auf jeden Fall dieses Jahr noch locker. Wahrscheinlich nur einmal Prestige machen, dann bin ich schon zum Farmen über 3000. Ich bin schon über 3000, nur halt dann kriege ich so viel auf den Sack, ne? Könnt ihr ja nur zum Farmen, ist ja blöd. Vielleicht können wir jetzt sogar schon 2-3 weitergehen wegen Forschung, weil wir jetzt Forschung ohne Ende. Es gab jetzt auch ein Update wieder, 7.4.0. Gab es zu Anfang ein paar Probleme. Ich konnte auch erst knapp 2 Tage später ziehen. Der wollte bei mir einfach nicht. Warum auch immer. Das habe ich aber auch noch heute Morgen bekommen. Gehabt endlich. Gab wieder ein paar, gibt es einen neuen Helden. Ein paar kleine grafische Neuerungen und unter anderem auch diese schönen Rollen hier, Verträge. Wofür die noch genau sind, weiß ich nicht, man kann aber jetzt, man kann Söldner anheuern. Hier war der, warte gar nicht, wo war der denn nochmal, ach, hier ist er doch, genau, Piratenschiff. Gibt hier 3 Söldner, die kann man bekommen. Piratenschiff freigeschaltet, ja. Man braucht aber Verträge. 400 Verträge, ich habe 326. Für den ersten brauche ich 66% weniger Verträge, sonst 1000 Verträge. Also muss ich noch ein bisschen warten, ein paar Tage. Genau, dann gibt es auch wieder hier für jeden Level ab. Also alle 10 Level könnt ihr den unteren umsonst bekommen, unseren Geschenk umsonst. Für den oberen gibt es wieder einen Pass. Hier für, na, komm her, für 10 Euro könnt ihr wieder natürlich dann dementsprechend viel mehr Belohnungen bekommen, ne, wie ihr seht. Ne? Natürlich von Level 1 an, ne? Alle 10 Level bekommt ihr dann jeweils was geschenkt. Ob ich eine Opening auch noch hole, wahrscheinlich ja. Ja, werde ich wahrscheinlich machen. Es lohnt sich einfach. Wie gesagt, ihr sollt noch wieder warten, brauche ich noch so ein paar Verträge für. Erstmal genau, Taverne gehen wir erstmal. Genau, nochmal eins am anderen. 50 Stück, ui. Durch den Pass, den ich geholt hatte. Auch einiges bekommen. Gibt auch einen neuen Helden, gucken wir uns auch noch gleich an. Ist aber ein Tank. Den kann man auch früh bekommen. Nochmal 5. So. Den kann man früh bekommen. Mach mal gleich. Artefakt, wie viel haben wir? 27, fehlen noch 3 Schlüssel. Aber, Moment, wir haben noch hier eine 13.000 Bier. Ich habe auch so gut wie keine Juwelen mehr. Warum? Zeige ich gleich. Gibt nämlich noch was Neues. Was auch noch mit rein kann, was sogar sehr gut ist. Deswegen werde ich mir den zweiten Pass wohl auch noch holen. 2 Schlüssel. Komm, 1 Schlüssel noch. 1 Schlüssel. Verträge. Gibt es ja hier auch. Nur leider ein Schlüssel. Leider ein Schlüssel. Oder brauche ich 35? Nee, 30. Ein Schlüssel fehlt. Ich würde schon sofort erhöhen geht nicht. Können wir nicht machen. Erstmal den Held, genau. Der ist hier ziemlich früh zwischen Benediktus und Muriel. Frag mich nicht genau, welche Stage man haben muss. Also nicht viel, nicht weit. Ich schätze mal 800 oder 1000, da hat man schon den neuen hier. Leo. Ist aber ein Paladin, ja, okay, aber Nahkampf, aber Tank. Auf Mana. Also könnte der vielleicht interessant werden. Weiß nicht genau, wegen sein. Ja, aber es. Satzung sowieso nicht, ne? Ja, Goldeinnahmen. Schön. Muss natürlich erstmal leveln, ne? Erstmal den Kristall niedermachen. Also zerstören, ne? Mit den Kristallpunkten dann halt, ne? Kann man die Helden ja hier leveln. Mit der hohen Goldeinnahmen, ja, sehr schön. Könnte ich auch wieder hier Ausrüstung geben, ne? Das muss ich auch noch machen. Die Macht brauche ich ja. Macht, ja, genau. Das ist das eine. Ein Held kommt. Auch hier seht ihr eine leichte
grafische Neuerungen, kleine Sachen, nicht viel, das ist also immer so ein bisschen halt, ne? Zum Beispiel hier, wenn gerade was läuft oder fertig ist, ist dann gelb hervorgehoben, zum Beispiel, was man gerade erforscht, ne? Ist auch zum Beispiel dabei. Und auch im Shop gibt es jetzt neue Amulette. Neue. Ich habe schon einige, sind eigentlich schon, ne, Bilder, die ich gekauft hatte. Ach, hier hinten. Hier hinten sind die, das sind alles hier die alten, die man kennt. Sind auch alles alt, ja. Hier sind jetzt die neuen. Es gibt, glaube ich, 8 oder 9 neue Amulette. Verringert die Forschungszeit 10%. Verringert die Dauer aller Experimente als Alchemisten 10%. Über die Expeditionsabzeichen durch Gildenexpeditionen 5%. Über die Gildenmünzen durch die Gildenexpeditionen 5%. Über die Chance in Gildenexpeditionen 100% mehr Belohnung zu erhalten 5%. Macht sie also nach und nach bezahlt dann halt, ne? Über die Beute in der Kampagne mit den Kriegsmaschinen, ja, auch einfach mal geholt, ne? Auch 5%. Dann will ich ja noch vieles machen. Die Chance in der Kampagne und den Kriegsmaschinen 100% mehr Beute zu machen, 5%. Ob das jetzt auch für die tägliche Belohnung ist, weiß ich nicht. Das weiß ich, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich habe einfach mal geholt. Kann man kaufen, jedes Amulett für 10 Euro oder halt 2000 Juwelen. 2000 kann man auch nach und nach alles holen. Ne? Und die Chance in den Tagesmissionen, hier ist eine Tagesmission, Kriegsmaschinen 100% mehr Belohnung zu erhalten. Also nicht eine Truhe, sondern zwei Truhen jeweils. Nicht schlecht. Die Chance, 100% mehr kostenlose Spitzhacken zu erhalten. Auch nicht verkehrt, ne? Eine schnellere mehr Spitzhacken. Und das können wir auf den Kristall drauf fahren, ne? Auch Effekt 5%. Und halt eine Chance, war doch schon vorher gewesen. Mehr Bier war schon vorher. Sind halt, wie gesagt, noch 3 Amulette, würde ich mir gerne noch holen. Sind die hier. 10 Euro oder 2000 Juwelen. 100% Chance, mehr Belohnung zu erhalten, wenn ein Arkan-Kristall zerbricht, also mehr diese Splitter, Arkan-Splitter, Kristalle, wie auch immer man nennen möchte, um die Helden zu leveln. 5% Effekt, mehr. Oder die Chance in Tagesquests mehr Belohnung zu erhalten und Chance in Wochenquests mehr Belohnung zu erhalten. 5% jeweils mehr. 10 Euro würde ich nicht unbedingt für bezahlen, aber 2, ja Dollar, ne? Also 9 Euro, bei was? 1,90 glaube ich. Oder 1,80, irgendwie sowas. Oder halt 2000 Juwelen. Deswegen will ich mir einen zweiten Pass noch holen, Juwelen, die Reihe auch noch holen, zack, fertig. Das sind die neuen Amulette, die kamen. Nicht verkehrt. Wenn wir hier auch, ne, die Glocke möchte so ein bisschen am Bimmeln ist dann, neue grafische Sachen halt, ne. Das kam alles neu dazu. Also hier habe ich gar nicht geguckt, ist alles noch geblieben, ne? Ja, habe ich aber auch nach Aufnahme wieder Prestige machen. EU, soweit war ich noch gar nicht, weil ich bei IS oder IR, glaube ich, R oder S war ich, glaube ich, werde ich vielleicht viel wieder machen, ne? Das ist auch schon wieder 4 Tage her. Lohnt sich also, ne? Das sind die kleinen Sachen. Hier Kampagne habe ich, können wir eigentlich auch gucken, ob wir hier vielleicht, fehlen nur noch 3 Sterne. Können wir vielleicht mal versuchen. Ich bin, glaube ich, nur ein Level weiter, auf 92, glaube ich, ist er jetzt. Da habe ich letztes Mal sehr stark versagt. Ja, schaffe ich auch nicht. Geht sowas von runter. Ich glaube, ich jetzt 92, 93, irgendwie so. Also nicht wirklich besser, nicht wirklich stärker. Aber geht halt Stück für Stück nur voran, ja. Aber ich mache so gut wie keinen Schaden. Das können wir vielleicht vergessen, vielleicht. Aber versuchen, ne? Sind nur noch 3 Sterne halt. Genau, ist der einer, der leicht. Auf normal sind wir bei 41. Können wir auch machen. Probieren wir auch aus. Gucken, ob wir es hier schaffen. Ne, das werden wir auch nicht schaffen. Machen einfach zu viel Schaden und ich heile zu wenig gegen. Der hält zu wenig aus. Können wir auch vergessen. Also müssen wir warten, bis er 95 ist, dann dürfen wir bald vieles schaffen. Können wir wieder die blauen Rollen verballern, dass die. Dass dann noch stärker wird und dann müssen wir es eigentlich schaffen. Also können wir knicken. Können wir knicken. Dann schaffen wir auch nicht hier auf schwer. Weil ich mehr Macht, oder? Ne, können wir auch versuchen. Probieren wir auch noch aus. Das können wir, sieht schon besser aus. Ja, verfehlen auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, ich möchte erstmal vor allem noch die 3 Sterne haben.
um täglich die bessere Diamantruhe zu bekommen, für die, wo die Chance für die ersten Siegel drin sind. Für die Panzerbesatzung sehe ich gerne noch die 3 Sterne haben. Auf 110 brauche ich ein Jahr. Wäre schon mal gut. Oh, für goldene Truhen, genau. Da sind die Fische mal ganz gut. Ach, da kommt die 9. Vielleicht schaffen wir es noch. Sind nur noch 8. Geht mir. Immer voll gemacht. Ja, muss wieder warten, ne? Warten. Wie gesagt, der ist jetzt auf 92, genau. Und wir brauchen wieder hier die. Wie immer Metall, ne? Auch wieder Zahnräder und Schrauben wieder, ne? Aber ich kann wieder ein paar Kisten öffnen. Ach, genau, apropos Kisten. Hier, wir haben noch unsere. Ja. Ja, wieder eine Diamantruhe bekommen, ne? Aber hier vor allem unsere Überraschungsboxen. Das kriegen wir alles. Ah, Schlüssel, sehr schön. Ey. Schlüssel. Und nochmal 4. Ich habe jetzt viele bekommen wegen dem Pass. Ich glaube für 10 Euro geholt habe, auch wieder, glaube ich, habe ich die Überraschungsboxen dabei, glaube ich. Irgendwie sowas. Hier ist wieder, ja, wieder hier. Ja. Noch kurz auf. Hier die Rollen, warte ich wieder, bis ich da so 300-400 Stück habe, dann verkaufe ich alle auf einmal. So, können wir noch eben noch schnell Artefakt aufleveln. Unsere Seele des Meeresdrachen. Eine Stufe höher, doppelt Goldeinnahmen. Forschung wieder einen halben Prozent mehr und so weiter und so fort. Yeah! Oh, auch neu. Also auch neu. Es wird ja, nach himmlisch und dann noch unvergänglich. Zweimal noch. 30 Schlüssel jeweils. Jo. Mehr Goldeinnahmen ist immer gut. Hier ist wieder die Bibliothekforsch. Meteoriten hier. Ja. Haben wir einige bekommen. Habe ich den ersten Goldeinnahmen schon fertig. Jetzt gehe ich hier hoch jetzt so prestigevoll. Dann halt eine Firestone-Effekt. Die natürlich zuerst, dann mache ich wieder von unten wieder nach oben, wieder alle nach und nach fertig. Baum 8. Wenn ihr wissen möchtet, ne? Ja, Alchemist, ne, ist immer noch so, kann man ja leider nicht einstellen, ne? Was man da zuerst machen möchte, geht nicht immer per Zufall. Enemy ist ja schon fertig, ne? Schaden schon fertig, Schild schon fertig, ne? Und der Rest, ne? Naja, egal. Laufen lassen, ganz einfach. Ja, Halle der Helden habt ihr gesehen, ne? Hier der Leo, Wächter der himmlischen Wesen. Das könnte vielleicht interessant werden. Mal ausprobieren. Sonst halt natürlich fehlen noch hier die zwei letzten. 3050. Vielleicht wenn ich schon ein. Ach Söldner sind ja hier. Guck mal hier. Ja. Aber kann auch nichts machen. Muss man erstmal freischalten, ne? Ja, wie gesagt, 3050 könnte ich vielleicht, wenn ich schon einmal jetzt Prestige mache, könnte ich vielleicht schon freischalten. Der letzte halt ne, ist bei 3300. Prestigevoll. Sehr, sehr schön. Helden erwecken Bonus, aber das dauert noch ein bisschen. Das dauert dieses Jahr nicht absolut viel mehr. Ne, 3,3 glaube ich nicht. Aber mal gucken. Ich versuche natürlich noch jetzt die restlichen Rollen zu holen. Ich brauche 120 Rollen jetzt, um freizuschalten. Ja, 20 brauche ich noch. Mal gucken. Was sind hier noch? Ach so, Expedition. Ja, hier fertig da. Zack, starten. Aber hier, ne, kriege ich jetzt einen Bonus, doppelten. Ja, schön. Wegen dem Amulett halt, ne? Genauso wie Kristall, wenn ich hier drauf haue. Fast 700 Schaden jetzt gemacht, ne? Immer so eine kleine Verbesserung halt, ne? Ein bisschen hier, ein bisschen da. Sind hier bei 33.900. Auch schon. Wieder ein bisschen weiter, aber ich brauche jetzt dort Ewigkeiten, bis ich jetzt hier nächste Stufe machen kann. Deswegen, ich mache Prestige wieder nach der Aufnahme, dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden, dann bin ich wieder auf demselben Level. Das dauert also noch ein bisschen, ne? Aber ansonsten, wie gesagt, fast 3000, werde ich wohl auch nächste Woche dann fertig haben schon, Level 385. Karte. Ja, sieht auch ein bisschen eine anders aus jetzt. Und auch ein Hinweis, wenn ihr sowas wie hier, wenn ihr nur noch weniger als 3 Minuten habt, könnt ihr sofort gratis beenden. Unter 3 Minuten.
gratis sofort beendet. Ist hier verkehrt, ne? Geht dann ein bisschen schneller. Und sagt, das ist jetzt ein neues Update, das jetzt kam. Glaube ich, Montag, glaube ich, kam das. Nicht genug Truppen. Sonst ist alles hier so beim Alten. Ne? Sonst nichts Neues. Weil, wie ich jetzt so weiß, hier oben können wir ja noch nichts bekommen. Brauchen wir ja 9 Milliarden Macht, Ausrüstungsmacht, um die Chance hier in eine Mission zu bekommen. Ne? Das ist noch lange nicht, das dauert noch eine ganze Ecke. Aber jetzt haben wir den Leo wieder 9 aufleveln können, noch mehr Macht bekommen. Ne? Mal gucken, wie lange das so dauert. Wir können auch nicht, wie weit können wir denn eigentlich jetzt gehen? Ja, jetzt läuft auf einmal wieder richtig gut, auch durch die Forschung natürlich, ne? In erster Linie, wenn es schon um einige stärker. Also Forschung ist immer sehr, sehr wichtig. Ja, es geht noch. Ich war schon bei 3002, glaube ich. Aber kriege ich sowas von selten down, ne? Deswegen besser zurückgehen. Da müssen wir ein bisschen leveln, erstmal so Stück für Stück wieder voranarbeiten. Ist nicht wichtig, wie weit man kommt, sondern wo man am schnellsten die Gegner down bekommt. Und dadurch halt schnell sehr viel Gold zu bekommen. Das ist halt der wichtige. Wie gesagt, ich war schon bei 3000 noch was. Muss doch nicht stehen, ne? Maximal jetzt Blödsinn. Ich war schon viel weiter. Über 3000 war ich schon. Gegner, 38 Millionen Gegner getötet. Ausrüstungsmacht. 744 Millionen. Wir brauchen, glaube ich, 3 Milliarden oder so was, glaube ich. 3 Milliarden. Also dauert noch eine ganze Ecke, bis wir da sind. Aber egal. Okay, Leute, wir sagen, das war's für heute. Sehen wir uns nächste Woche, zur nächsten Folge von Fairstone 9 RPG. Bis dahin, schöne Dünn.